So, herzlich willkommen zu Let's Play Painkiller. Heaven's Got a Hitman. Ich hatte schon mal versucht, das Ganze aufzunehmen und irgendwie hatte ich das Problem, dass der Sound zu laut war. Deswegen habe ich ihn gerade erstmal ein bisschen runtergestellt. Ja, das heißt, ich werde direkt im Albtraummodus von vorne anfangen. Letztes Mal hatte ich eben Schlaflosmodus. Ich muss mich auch erstmal wieder einspielen. Weil ich habe das Spiel ewig nicht mehr gespielt und das Spiel ist auch schon etwas älter. Für die, die spielen wollen, der Link, wo man sich das Ganze holen kann, zum Beispiel bei Steam oder Amazon, ist in der Beschreibung. Ich bin jetzt erstmal ruhig wegen der Videos. Hoffentlich ist nicht so viel Verkehr. Der Tisch ist für 8 Uhr reserviert. Einfach unglaublich, wie das schüttet. Ein tolles Wetter, um meinen Geburtstag zu feiern. Das bisschen Regen ist doch egal. Außerdem haben wir es auch gleich geschafft. Hier, nimm das. Was ist das? Das sind die, die du töten sollst. 4 Kerle? Das ist alles? Ich soll nur diese 4 Kerle erledigen? Nur 4? Mehr nicht? Dann komme ich hier raus und kann sie endlich wiedersehen? Ja, aber die Sache hat einen Haken. Die 4 sind Generäle in Luzifers Armee. Sie sind überaus mächtig und werden von niederen Dämonen beschützt. Das erledige ich mit Links. Aber wieso hat das so lange gedauert? Was habe ich falsch gemacht? Frag ihn, was ich getan habe. Und frag ihn, wieso ich diese Chance kriege. Das hat er nicht gesagt. Ich soll ihm nur dieses Angebot machen. Und das ist alles. Er hat seine Gründe. Und die muss er nicht erklären oder rechtfertigen. Tu es. Und du wirst rein. Geläutert. Und ein freier Mann. Ich war rein? Du sagst es. Aber keine weiteren Debatten. Tu es, und du bist frei und wieder vereint mit deiner Caswell. Du wurdest ausgewählt wegen deiner Fähigkeiten. Du hast immerhin so lange überlebt, und das ist beeindruckend. Das unterscheidet dich nämlich von den anderen. Und er ist der Ansicht, dass nur du dieser Aufgabe gewachsen bist. Wieso erledigt er es nicht selbst? Wieso schickt er nicht dich? Wenn er sich einmischt, werden uns unsere Feinde früher, als wir es erwarten, angreifen. Und das müssen wir verhindern, koste es, was es wolle. Wir glauben, dass sie bald zuschlagen. Und er möchte, dass du sie auffällst, bevor sie es tun. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Du musst dich also beeilen. Töte die Generäle und Luzifers Armeen ziehen sich zurück. Entweder du sagst ja oder nein. Wenn du nein sagst, weiß ich nicht, wann wir uns wiedersehen. Eine Weile bist du ja schon hier und willst bestimmt wieder weg. Deine Zeit ist gekommen. Du solltest sie nutzen. Okay. Gut. Brauchst du Waffen? Ich habe bis heute überlebt, oder? Ich weiß, wo ich Waffen bekomme. Gut. Dies wird helfen. Trink es. Es hilft zu überleben. Nimm diese Schriftrolle, richte dich nach der Karte und vernichte alles, was deinen Weg kreuzt oder sich bewegt. Du musst aber schnell sein. Du musst die Generäle töten, bevor sie ihren Angriff starten. Wir sehen uns bald wieder.
So, und da geht das Spiel auch schon los und wir fangen auch direkt mit dem ersten Level an, auf dem Friedhof. Nicht wundern, die Soundbugs im Ladescreen sind leider normal. Das liegt daran, dass das Spiel eigentlich für Windows 98 bzw. Windows XP entwickelt wurde und es auf Windows 7 zum Beispiel nur im Kompatibilitätsmodus spielbar ist. Und ja, es ist eigentlich auch sowas wie Quake in der Richtung, man ist die ganze Zeit eigentlich in Bewegung und am Springen. Ich habe auch in der Videodescription habe ich leider nur Links gefunden, wo die Vollversion, beziehungsweise mit den ganzen Add-ons, auch mit der Musik ist extrem laut. Muss ich einmal kurz noch mal ein wenig die Musik runterdrehen. So, die Sounds können wir eigentlich lassen, wobei na, stellen wir auch ein Stück runter. Und weiter. Aber wobei ich die Musik immer noch extrem laut finde. Ich hoffe, man hört mich überhaupt. Erstmal die Musik runterdrehen, bevor ich hier groß weiterreden kann. Weil die ist doch etwas extrem laut. Und ich sehe gerade, es war vielleicht nicht die beste Idee, direkt in dem höchsten Schwierigkeitsgrad-Modus zu starten, wenn ich mir meine HP so angucke. So, Moment nochmal. So, die Sounds lassen wir aber. Aber jetzt geht es noch viel besser mit der Lautstärke. Jetzt höre ich mich wenigstens auch selber so ein bisschen. Und vielleicht auch einfach nur mein Headset zu laut aufgedreht. Okay, nehmen wir doch über die Shotgun. Weil ich am Anfang war den Painkiller, wie die Waffe halt heißt, oder meist genannt wird, bevorzuge. Die Secrets, die ich kenne, werde ich natürlich auch in diesem Spiel zeigen, weil ich nicht alle Secrets kenne. Auch die Seelen sammle ich immer ein. Ich weiß nicht, wie viele von euch das Spiel überhaupt kennen. Rüstung erstmal. Gar nicht der Einzige. Oh, wo ist da noch einer? So, jetzt holen wir erstmal das erste Secret, nachdem der sich in eine Seele verwandelt hat, weil die sammeln wir auch immer schön ein. Und zwar hier gibt es das erste Secret zu holen. Was man da schon ganz gut sieht. Dazu muss man die Laterne hier halt umkippen und dann Dauerspringen und hoch. Weil die geben am Anfang relativ viel Gold, die Secrets. Was man auch gut für die Tarotkarten, die wir auch brauchen oder nutzen werden, sobald wir welche haben. Erst müssen wir jetzt erstmal freispielen im Level, indem wir hier zum Beispiel Status der Karte unten beenden sie das Level. Dafür kriegen wir halt eine Tarotkarte. Der Status ändert sich von Level zu Level und da gibt es verschiedene Missionen, die man machen muss.
man dann halt auch immer neue Karten dazu bekommt. Aber das werdet ihr auch noch sehen. Nicht wundern, wenn ich etwas komisch spiele. Ich habe das Spiel etwas runtergedreht von der Grafik her, weil es sonst zu schnell läuft. Beziehungsweise die Grafik ist voll aufgedreht, aber ich musste bei Frames zum Beispiel jetzt einstellen, dass er nur mit 30 Frames aufnimmt. Bei 60 Frames läuft das Spiel zu schnell. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur an meinem PC liegt oder... Weil das Problem ist, das Spiel ist für Single Cores entwickelt und sobald er mehr als zwei Kerne findet, beziehungsweise ab zwei Kernen, läuft das Spiel auch in doppelter Geschwindigkeit. Dem Kompatibilitätsmodus kann man da etwas entgegenwirken, allerdings bei vier Kernen ist das dann auch oftmals so, dass er trotzdem viel zu schnell läuft. Nicht wundern, dass ich die Dinger hier alle kaputt mache. Da sind meist Münzen drin, die wir halt auch für die schon erwähnten Tarotkarten brauchen. Das Blöde ist, man merkt, die Stücke, die übrig bleiben, haben auch eine Kollision. Blöderweise manchmal liegen sie auf den Münzen drauf und verschwinden nicht ganz so schnell. Weil ich versuche echt sämtliche Münzen auch einzusammeln erstmal, weil in den ersten 1-2 Leveln hat man da wirklich Probleme, dann auch die Karten zu nutzen. Wenn ich mich recht erinnere zumindest. Deswegen nehme ich sie einfach mal mit. Oben der Pfeil zum Beispiel zeigt an, wo wir als nächstes hinlaufen müssen oder wo noch Gegner sind, die man töten muss, damit sich die nächste Ebene öffnet, beziehungsweise halt der nächste Levelabschnitt. Die Level sind nicht so groß. Es ist halt, wie schon erwähnt, ein etwas älteres Spiel. Was meiner Meinung nach aber immer noch extrem Laune macht und auf die Idee gekommen ist, wieder zu spielen, bin ich, als ich die Titanfall Beta gespielt habe, da dort dieses Kartensystem, was halt hier mit den Tarot-Cards damals das erste Mal irgendwie aufgetaucht ist, dass man halt Karten einmal nutzen kann, die einen Effekt bringen und man dadurch doch schon leichte Vorteile den anderen gegenüber hat. Das System gibt es hier im Singleplayer auch. Das hat mich halt extrem daran erinnert. Da hatte ich einfach mal wieder Lust bekommen, dieses Spiel zu spielen. Und dann dachte ich mir auch, wieso soll ich nicht auch aufnehmen und euch daran teilhaben lassen. Jede Waffe hat auch zwei Feuermodi. Wie vielleicht bei der Waffe bereits aufgefallen ist, das ist einmal dieser normale extremer Nahkampf-Messermodus oder der Strahl, der extrem Damage machen kann. Dann die Shotgun zum Beispiel hat den normalen Shotgun-Modus und einen zweiten Modus, aber dafür haben wir leider bisher noch keine Munition. Aber die kriegen wir demnächst auch noch. Was kommt ihr denn her? Hier gibt es auch ein Secret, allerdings bei dem weiß ich zum Beispiel nicht, wie man rankommt. Eins von denen, wo ich nicht weiß, wie das Ding hier aufgeht. Wenn man... Okay, wie jetzt auch immer ich da gerade nicht drauf komme. Weil ich weiß, also bei Cheats zum Beispiel kann man sich hier schon den Raketenwerfer cheaten oder... Wenn man die Addons installiert hat, gibt es zum Beispiel einen Granat, hat man noch zwei weitere Waffen direkt am Anfang. Deswegen habe ich das Addon noch nicht installiert, weil die machen es doch etwas extrem einfacher und ich finde dadurch das Spiel langweiliger. Damit kann man das zum Beispiel aufspringen und dahinter liegt ein plus 100 HP. Und wie gesagt, anders bin ich da noch nicht rangekommen. Wir werden es natürlich ohne Cheat spielen oder ohne sonst was. Deswegen halt einfach nur die ganz normale Grundversion.
Ich werde auch versuchen, alle Seelen einzusammeln. Beziehungsweise jetzt werde ich erstmal kurze Zeit lang keine einsammeln. Weil die nutze ich im ersten Level bevorzugt an anderen Stelle. Wir haben schon fast zu viele eingesammelt. Was es damit auf sich hat, werde ich euch demnächst auch noch zeigen. Okay, irgendwo ist noch ein Gegner, aber ich weiß nicht wo. Ach, genau. Und da kriegen wir auch das erste Mal Muni für die Secondary. Das sind diese netten Kisten, die geben Muni für normale und für Secondary. Dann kann ich demnächst auch mal zeigen, was es denn mit dieser Secondary Muni auf sich hat, bei der Shotgun zumindest. Beim Raketenwerfer zum Beispiel ist es eine Rakete und im Secondary ist es eine Minigun. So, hier ist die Secondary ein Freeze-Schuss, der jeden Gegner einfriert und der nächste Schuss ist eigentlich schon tödlich für den Gegner. Den sieht man, braucht zwei Schüsse normalerweise. Na gut, durch das Freeze-Munition braucht man auch zwei Schüsse. Ah, da haben wir schon teilweise gesehen. Ach verdammt, jetzt bin ich schon im Berserk. Das ist sehr schade. Den wollte ich mir eigentlich auch sparen für später. Verdammt, da haben wir schon den Berserk verschwendet. Aber da haben wir wenigstens nochmal solche Munition. Irgendwie war da auch noch was. Ich bin momentan nicht mehr sicher, wie die ganzen Secrets waren. Es ist schon ein wirkliches Weilchen her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Vorteil der Schockmuni, sie trifft nicht nur die erste Person, sondern auch alle dahinter. Als Gegner, Person kann man es ja nicht nennen, es sind Zombies oder was auch immer es darstellen soll. Hier hätte ich am liebsten nämlich den Demon-Modus benutzt, den er eben leider schon etwas zu früh gesehen hat. Denn hier kommen so viele Gegner, da ist der einfach nur nützlich. Aber hier zum Beispiel merkt man auch schon, was die Rüstung ausmacht, wenn ich mal getroffen werde. Das ist leider etwas zu oft vorkommt. Na, ihr werdet euch freuen, wenn ich beim ersten Endgegner bin. Da werde ich definitiv nicht schaffen, auch die Karte freizuschalten, weil den muss ich innerhalb von 2 Minuten besiegen. Oder 2,5 Minuten, 2 Minuten, irgendwie sowas. Das werde ich nicht schaffen. Und hinten ist noch ein Gegner. So, da haben wir das Level schon fast geschafft. Das ist der letzte Raum. Das fand ich damals immer schon relativ geil. Es war halt das erste Mal, dass man irgendwie eine Scheibe kaputt machen konnte in dem Spiel. Auch das hier war relativ genial. Und die Gegner durch die Gegend schießen konnte. Okay, Hexen sind scheiße. Oh, weg hier. Man merkt, dass da oben ist ein kleiner Miniboss. Der große, den kriegt man nicht ganz so schnell tot und auch nicht eingefroren. Dafür droppt er aber 5 Seelen auf einmal.
Dennoch erkläre ich erstmal das Spiel größtenteils. Ja, und da ist das Level zum Beispiel geschafft. Ach, das lassen wir jetzt stehen. Hauptsache erstmal das Level schaffen. Zum Schluss kommt natürlich eine Auflistung, was wir dann alles geschafft haben. Oder was auch nicht. Zum Beispiel haben wir nur 2 von 4 Geheimnissen entdeckt. Aber das Level haben wir beendet und dadurch ist es mal gescheitert. Ausdauer, sie erhalten 50% des Schadens bzw. erleiden. Kostet 100 Münzen pro Benutzung. Man kann sie ein einziges Mal pro Level benutzen. Das zeige ich auch, euch auch gleich noch. Dazu müssen wir zum Tarotbrett. Da haben wir unten, oben sind permanente Karten. Die kann man 2 auswählen, hier oben auf die Felder. Die halten für das komplette Level. Das heißt, sobald man das Level startet, sind diese Karten hier oben aktiv. Geht aber auch nur die Karten, die wir hier oben dazu bekommen. Dann hier unten sind temporäre Karten, die man halt einmal durch Tastendruck im Level aktivieren kann. Und währenddessen bleiben sie aktiviert für eine gewisse Zeitspanne. Und sobald diese Zeitspanne um ist, kann man sie nicht nochmal deaktivieren bis zum nächsten Level. Oder bis man halt gestorben ist. So, die schmeißen wir schon mal direkt da rein. Oder auch nicht. Wieso auch immer. Die kostet doch nur 100. Hallo? Bitte. Geht doch. Dann sehen wir, es wurde direkt Geld abgezogen. Es kostet zum Glück nur das raufziehen und nicht das pro Level benutzen. So rum war's. So, naja, gehen wir auf jeden Fall schon mal ins nächste Level. Weil ich denke mal, die erste Folge werde ich etwas länger machen. Damit ihr euch das Spiel erstmal auch angucken könnt, ob es überhaupt interessant ist oder allgemein, ob es interessant ist. Hier zum Beispiel kann ich auch, genau, zerstören sie alle Objekte. Das werden wir auf jeden Fall schaffen, denn ich weiß, wo sämtliche Objekte sind und kenne dadurch auch die Geheimnisse in diesem Level. Es hat zwar ewig gedauert, aber ich habe sie alle gefunden. Die weiß ich sogar, glaube ich, sogar noch auswendig, wo die waren. Und in dem Level zum Beispiel als Geheimnis kriegen wir auch eine meiner absoluten Lieblingswaffen in diesem Spiel. Beziehungsweise die Waffen, die dieses Spiel überhaupt ausmachen. Und zwar die, die in dieser Kiste ist, die man nur schwer zerstören kann. Beziehungsweise da sieht man schon ein Stück dieser Waffe. Dauert eine Weile, aber sie geht auch kaputt, wie man jetzt schön sieht. Und da ist meine Lieblingswaffe, nämlich der Flock. Warum es meine Lieblingswaffe ist, dürfte man gleich sehen. Na ja, wenn man nicht daneben schießt, dann bin ich heute fail. Denn mit dieser Waffe kann man die Gegner komplett an der Wand nageln. Oder sie hat einen Granatwerfer, die einfach mal alles in der Nähe ummetzelt, beziehungsweise umnietet. Und die macht dieses erste Level extrem einfacher, was ich persönlich nur begrüße. Man sieht, man kann die Gegner dann richtig schön festnageln. Es gibt auch noch einen anderen Trick, aber den werde ich erst später in den Levels, in dem Level zeigen. Weil noch lohnt es sich nicht wirklich, das einzusetzen. Ich glaube, das kommt erst beim Endgegner, dass ich das zeigen werde, was ich meine. Leider wirkt es nur auf den ersten Gegner und bleibt überall drin stecken, dieser Flock. Daher werde ich wieder auf die Shotgun wechseln. Die erreicht bin ich nämlich auch völlig aus. Beziehungsweise die. Da haben wir auch direkt eine Rüstung. Ich finde es leider sehr schade, wie man auch gesehen hat, nach dem ersten Level hatte ich noch einiges an Rüstung über. Es wird leider nicht ins nächste Level übernommen, sondern man startet in jedem Level nur mit 100 HP, ohne Rüstung. Oh, okay, da haben wir uns selber gekillt. Also können wir das Level nochmal neu starten. Beziehungsweise man startet ab den roten Kontrollpunkten, auf dem wir gerade gestanden haben. Dadurch haben wir die Waffe auch noch. Denn das Problem ist, diese explodierenden Fässer
ist zwar schön und gut, aber man bekommt Damage von, sobald sie explodieren, und da habe ich ehrlich gesagt nicht so die große Lust drauf, immer wieder zu sterben deswegen. Deswegen versuche ich sie immer aus der Distanz schon abzuschießen, auch wenn keine Gegner in der Nähe sind. Weil das Blöde ist, die Gegner können diese auch in die Luft jagen. Ich weiß nicht, ob es dann zählt, dass wir diese Objekte zerstört haben. Es ist halt, wie gesagt, ein ziemlicher Speed-Shooter, wenn man es so nennen kann. Man ist halt immer in Bewegung. Da haben wir auch Block-Muni. Die wieder ein bisschen mehr Schuss. So, damit haben wir den Bereich hier geklärt, aber ich muss jetzt gucken, ob auch alles kaputt ist. Weil nach Ende des Levels kann man sich frei nochmal im Level bewegen. Was sehr gut ist, weil das müssen wir machen. Denn wir müssen in den Raum hier oben drüber, da kommt man erst nach Ende des Levels hin. Das ist dann auch wieder als geheimer Bereich gekennzeichnet. Und da oben ist dann nämlich auch was zu zerstören. Wir könnten jetzt natürlich auch den machen. War die da? Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Oh. Da haben wir sie auf jeden Fall erwischt. Werden wir nachher sehen, weil da werde ich so oder so vorbeigucken. Hier zum Beispiel sieht man, wie viele Objekte wir jetzt bisher zerstört haben. 43 von 114. Da gehen jetzt noch ein paar kaputt. Schatten muss einfach aus, wenn sich da was hinter mir bewegt. Die Viecher mag ich auch gar nicht. Und ich bin leider nicht der beste Schütze, dass ich alles auf Anhieb treffe. Habt ihr wenigstens auch ein bisschen was zu feiern, wenn ich es immer wieder vergeige. Oder so immer wieder. Und dann versuchen wir auch möglichst viele davon einzusammeln. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde die Musik in diesem Spiel wirklich genial. Also ich finde sie absolut passend zu den Situationen. Es ist zwar immer wieder dieselbe Musik in jedem Level. Allerdings für jedes einzelne Level haben sie eigene Musik komponiert. Und ich fand es bisher auch immer relativ passend. So, mehr Seelen versuche ich jetzt nicht einzusammeln. Auch wenn unsere HP sie gebrauchen könnten. Da ist auch ein geheimer Bereich. Weil was daran geheim ist, frage ich mich echt, weil... Der ist ja nur echt nicht schwer zu finden. Bei denen hat man zum Beispiel gesehen, man braucht 3 Shotgun-Schüsse für sie, aber jetzt nur ein einziger davon. Hält mich doch. Warten mal, bis die Seelen weg sind, beziehungsweise das passt. Jetzt können wir einmal hier oben lang. Bei hier müssen wir noch ein bisschen was zerstören. Diese offene Tür wird sich gleich schließen. Leider. Die öffnet sich erst, nachdem wir das Level geschafft haben, und da drinnen sind zum Beispiel auch ein paar Kisten. Beziehungsweise nicht nur ein paar, sondern ein paar viele, die wir auch zerstören müssen. Oh, ich habe volle Rüstung. So,
diese Gegner, da hasse ich zum Beispiel wie die Pest. Also uns etwas verlangsamen, sobald wir in ihren Rauch reinkommen. Im Dämon-Modus zum Glück nicht. Daher, doch, im Dämon auch. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Im Dämon-Modus ist halt das Schöne, die Gegner leuchten relativ rot. Man hat extreme breitflächige Angriffsfläche. Dadurch treffe sogar ich. Natürlich möglichst viele Seelen noch einzusammeln. Einfach nur in Bewegung zu bleiben, um nicht getroffen zu werden. Was hier jetzt natürlich sehr schwer ist. Deswegen hasse ich diesen Rauch, weil der einen sofort verlangsamt. Selbst wenn die Gegner tot sind, ihre komischen Stäbe noch auf dem Boden liegen, verlangsamen die uns. Deswegen sind das meine absoluten Hassgegner in diesem Spiel. Da sind mir sämtliche Endgegner lieber. Auch wenn davon schon einige echt zum Kotzen sind. Okay. Der schlimmste davon ist Alastor. Das ist Lucifer, also der letzte Endgegner einfacher. Aber das werdet ihr alles noch sehen. Komm her. So, jetzt machen wir noch den Rest kaputt, alles was hier rumliegt. Ja, jetzt das Blöde ist natürlich, wir kommen nicht mehr an die Rüstung ran. Finde ich doch. Cool. Den fand ich jetzt gut. Weil da hinten kommt jetzt, glaube ich, der letzte Raum. Ja, da kommt jetzt der letzte Raum für dieses Level. Und danach müssen wir leider noch mal ein Stück zurück, um die letzten Objekte zu zerstören. Denn wir haben bisher 103 von 114, das heißt 11 Objekte brauchen wir noch. Aber die finden wir erst nach Beendigung dieses Levels. Nicht wundern, dass ich die Gegner nicht beim ersten Mal direkt töte, sondern weiterhin im Kreis renne. So rennen sie mir alle hinterher und ich brauche einfach nur die Granaten reinzuschmeißen. Ich muss nur zwischendurch mal umdrehen. Okay, das ist jetzt ungesund. Das darf nicht passieren. Das ist natürlich ein schöner Vorführeffekt. Deswegen am besten in Bewegung bleiben, dann ab und zu mal umdrehen. Halt rundherum hier hinter den Säulen. Hinter den Säulen. Boah, was ist denn heute los? Ich verspreche mich heute nur noch. Das Schlimme ist, ich habe gerade Bock, dieses Spiel zu spielen und will deswegen jetzt nicht aufhören, nur weil ich mich hier verquatsche. Also werdet ihr das noch öfter erleben. So, da ist das Level geschafft. Es sind 105 von 114 Objekten jetzt zerstört, weil diese Statue merkwürdigerweise wieso auch immer dazu zählt. So, und ab jetzt können wir auch noch, man sieht, ist jetzt überall die netten Türen offen. Wir können nochmal durchs komplette Level hüpfen. Das heißt, wir können hier jetzt einmal die offenen Türen nutzen. Ne, Moment, erst hier hinten. Und zwar ein geheimer Bereich. Okay, es waren nur zwei Kisten hier. Dann waren die anderen Kisten, beziehungsweise die meisten Kisten hier hinten. Das war hier zwei, auf der anderen Seite sind auch nochmal 5. Und damit haben wir dann 114 voll. Und damit haben wir sämtliche Objekte zerstört und können zum Ende des Levels hin.
Dieses Level war relativ klein. Sind leider die meisten Level, da die damaligen PCs halt nicht wie die heutigen, die einfach Battlefield 4 ohne Probleme durchspielen können, rendern können. Damals war es halt, war ja Pentium 3, Pentium 4 Anfangszeit, 1,5 GHz Single Core. War ja noch nicht so das Ultima wie heute. Und da haben wir es auch freigeschaltet. Was kriegen wir? Hast, die Welt dreht sich dreimal langsamer. Das heißt, sämtliche Gegner bewegen sich dreimal langsamer für die gewisse Zeitspanne. Ich glaube, das war eine Minute oder halbe Minute. Und in der Zeit hat man halt Vorteil, dass man wesentlich schneller drauf schießen kann. Wesentlich mehr Damage in diesem Zeitpunkt. Die lohnt sich groß eigentlich nur bei den Endgegnern. Mal gucken, ob ich mich daran erinnere, die beim ersten Endgegner auch einzusetzen. So, das wäre der dritte, das vier und das wäre der erste Endgegner. Das heißt, das müssen wir machen. Dann gehen wir erstmal zum Tarotbrett und schmeißen die Karte auch noch rein. Ja, so. Zurück zur Karte. Und dann fangen wir auch gleich mit dem nächsten Level an. Ich mache noch einen ganz kurzen Cut. Ich weiß nicht, ob ich dann, ob es in der nächsten Folge weitergeht oder gleich. Das sehen wir dann. Ciao.